Grüezi und willkommen zum Cash Börsentalk vom Freitag, am 14. Februar. Der Börsentalk ist heute eigentlich kein Börsentalk, sondern vielmehr ein Wirtschafts- und ein Polit-Talk. Es geht nämlich um die Folgen von der Abstimmung vom letzten Wochenende zum Ja von der Schweizer Bevölkerung, vom Schweizer Stimmbürger zu der Masseneinwanderungsinitiative. Die Sendung ist also ganz klar im Zentrum der Wirtschaft. Und wir haben einen Gast, der uns hier Auskunft geben kann, wie es weitergeht, vor allem auf wirtschaftlicher Seite. Es ist der Chefökonom der Raiffeisen-Gruppe, der Martin Neff. Herr Neff, es ist ja sehr viel diskutiert worden in dieser Woche über die Folgen der Abstimmung, nicht nur in der Schweiz, auch in der EU selber. Was haben Sie jetzt hier für einen Eindruck von dieser Woche mit diesen Diskussionen? Also ich glaube, sehr viel qualitativ Hochstehendes haben wir diese Woche tatsächlich noch nicht gehört. Was ich spüre, es ist sehr, sehr ähnlich wie eigentlich das Abstimmungsresultat. Es ist so eine 50-50-Community. Jetzt lassen wir mal die EU weg. Aber innerhalb der Schweiz gibt es jetzt das Wirtschaftslager, das sich ein bisschen neu besinnt, sage ich jetzt mal, wo es gewisse nach wie vor Überzeugte gibt, die klar sagen, das ist ein Scherbenhaufen, der jetzt übrig bleibt. Ich sage es jetzt nicht besondere, aber doch Leute, die jetzt noch mal über die Bücher gehen und sagen, ganz so schlimm ist es doch nicht. Die Wahrheit liegt da wahrscheinlich in der Mitte. Und auch aus der EU hat man ganz, ganz verschiedene Stimmen gehört. Generell national. Also es gibt nicht nur ein Kopfschütteln, es gibt nicht nur die engstirnigen Schweizer, sondern es gibt durchaus auch gewisse, ich sage jetzt mal, Sympathien, die dem Votum abgewonnen werden. Allerdings werden die jetzt gerade auch in den Schweizer Medien eher auf das rechte Spektrum zurückgeführt, was eigentlich auch eine Grundhaltung zeigt, dass die Wirtschaft kann mit dieser Niederlage offensichtlich noch nicht richtig umgehen. Das ist schon meine Erfahrung. Ja, also, wenn man den Chefs von den Schweizer Unternehmen zulässt, was die in dieser Woche gesagt haben, also man hat schon fast das Gefühl, die Welt geht unter. Oder zumindest die Schweizer Wirtschaftswelt. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe ein paar Worte gehört. Irgendwann habe ich weggelassen, muss ich ganz offen sagen. Es gibt ja auch schon erste quantitative Überlegungen, was ist das Arbeitskräftewachstum und kostet. Meine persönliche Mahnung in der Raum ist eigentlich der, das erinnert mich extrem an den 6. Dezember 1992. Nach der EWR-Abstimmung? EWR, nein. Weltuntergangsstimmung in der Schweiz. Und ich meine, da haben wir immerhin einen gewissen, ich sage jetzt mal einen Track Record. Daher wissen wir, das ist zusammengekommen mit einer Immobilienkrise. Von daher ist es relativ schwer zu sagen, was dann letztendlich die Rezession ausgelöst hat. Fest steht aber aus meiner Sicht, und das wissen wir ja heute, es ist nicht annähernd so schlimm gekommen wie die damalige Weltuntergangsprophete befürchtet. Trotzdem, wenn man hier zurückschaut, 1992, wir haben ja in der Schweiz kaum Wirtschaftswachstum gehabt, während 10 oder 12 Jahre nach der EWR-Abstimmung 1992. Das ist exakt der Punkt. Eben, das passt jetzt natürlich irgendwo ins Konzept vermeintlich von den Gegner von den Initiativen oder unterläuft Argumentarien von den Befürwortern. Man muss ganz klar sehen, wir sind 1992 im Dezember faktisch mit im Crash vom Immobilienmarkt steckt. Wir haben ja Ende 90 haben die Preise angefangen zu korrigieren und richtig angefangen wehtun hat es im 92. Oder? Wir haben den Investitionsbonus beschlossen im 92. Wir haben im 94 die Mehrwertsteuer eingeführt gegen die Warenumsatzsteuer. Das hat alles geheißen Revitalisierungsprogramm der Schweizer Wirtschaft. Da hat man angefangen strukturelle Anpassungen vorzunehmen. Entkartellisierung, Bauwirtschaft, ich könnte unglaublich viele Geschichten nennen damals. Und das ist natürlich jetzt mit dieser synchronen Abstimmung, hat das natürlich relativ gut reingepasst, dass dann gewisse Leute gesagt haben, sehen wir, das ist jetzt exakt der Effekt von dem Nein. Wir haben jetzt im 94 den Beweis, wir wachsen nicht mehr faktisch, aber wir haben Korrekturen von Exzessen müssen erstmal durchziehen, die wir Ende 80er Jahre erlebt haben. Mhm. Trotzdem, es gibt ja jetzt Ökonomen, die Prognosen schon aufstellen, zum Beispiel Credit Suisse, die sagt 0,3% weniger BIP, also Bruttoinlandprodukt über die nächsten drei Jahre, 80'000 weniger Arbeitsplätze über die nächsten drei Jahre. Was sagen Sie zu solchen Prognosen? Ich würde sagen, es ist weder richtig noch falsch. Ich kann mir
grob vorstellen, wie die Mechanik von dieser Prognose zustande kommt. Also man geht von einem durchschnittlichen Zuwanderungssatz aus, von einer durchschnittlichen Wertschöpfung, multipliziert die neuen Mitarbeitenden oder Erwerbstätigen mit dieser Wertschöpfung. Und weil das jetzt wegfällt, ist das eine potenzielle Einbuße von dem Entscheid. Funktioniert nicht ganz so einfach. Aber ich kann jetzt die Zahlen nicht eins zu eins verifizieren. Ich kann nur so viel sagen. Wir haben nicht ein Szenario, wo man. Wir reden jetzt nicht von morgen oder übermorgen. Das wird irgendwann in 3 Jahren, frühestens, wenn ein Gesetzentwurf steht etc. und dann diese Kontingentierungsidee umgesetzt wird, wo man dann sieht, auch ganz klar die Grössenordnungen, mit denen wir es dann zu tun haben. Glaube ich, jetzt schon sagen zu können, das ist wahrscheinlich das extremste Ende von diesen Schätzungen, weil irgendwo die Wahrheit wird irgendwo näher beim heutigen Wert liegen, ganz einfach aus dem Grund, weil wir werden nach wie vor Migration haben in der Schweiz. Wir werden nicht null Migration haben. Und das ist etwas, wo gewisse Leute offensichtlich momentan außer Acht lassen. Wir werden sicher keine Migration, also Einwanderung mehr haben. Also Sie sagen, das wird sicher nicht passieren, dass wir keine Einwanderung mehr haben. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso gestern zugelassen hat, der sagt, ja, es könnte ja sein, dass die Schweizer in der EU nicht mehr arbeiten können, nicht mehr leben. Das wäre ja worst case. Gut, der Herr Barroso fällt immer wieder ein bisschen auf durch brachiale Voten. Und ich erinnere mich, dass er die letzten rund 6 bis 8 Jahre hat man faktisch mehr müssen zurückkrebsen im Nachhinein. Er ist für mich, ich bin jetzt ein bisschen frech, nicht unbedingt der Benchmark, um das können zu beurteilen. Aber klar, es gibt eine Reziprozität in der ganzen bilateralen Geschichte. Und es ist natürlich schon denkbar, das darf ich hier schon mal sagen, und ich will es auch nicht ausschliessen, dass seitens von der EU eher etwas geharnischte Reaktionen kommen. Wie natürlich das Klischee von der Schweiz funktioniert so, aha, die wollen Kapital, wollen den freien Verkehr. Bei den Gütern logischerweise auch. Das tönt so ein bisschen so nach dem St. Florian, überall alles mitnehmen, aber wenn es etwas geben müsste, Stichwort Personenfreizügigkeit, dann krebsen sie zurück. Aber wenn ich natürlich ein bisschen in die Tiefe gehe, auch zu Brüssel, und dann mit ein bisschen vernünftigeren Leuten rede, die nicht gerade erst auf dem Hardliner gerade mal auf die Schweiz losballern, dann stelle ich fest, dass es durchaus auch Nationen gibt, die ein gewisses Verständnis haben. Es gibt nämlich keine Nation in der EU mit einem 20 oder höheren prozentigen Ausländeranteil. Luxemburg vielleicht noch, aber das ist... Luxemburg stimmt, hat höher, das ist richtig, das ist die einzige Ausnahme. Aber wir wissen alle, Luxemburg ist natürlich auch innerhalb der EU ein spezieller Status. Und ist auch keine Industrienation, wie das die Schweiz auch, oder Exportnation, wie das die Schweiz ist. Also ich denke schon auch, dass Luxemburg vor allem als Wohnsitz attraktiv ist für finanznahe, ich sage jetzt einmal, Leute. Und von daher ist das ein gewisses Cluster, das die abfüllen. Aber innerhalb der EU einen Ausländeranteil dieser Grössenordnung würde ich gerne mal sehen. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, ich erinnere mich an die 70er Jahre, als ich in die Schule gegangen bin, in Berlin hat es 3,1% Türken gegeben. Und das Grundfazit war, es hat schon zu viel. Die Stadt ist überfremdet, mit 3% notabene. Mittlerweile ist man bei Deutschland bei rund 6-7% ausländischen Wohnbevölkerung. Und man spürt in Deutschland auch schon ein sehr starkes Unbehagen. Unabhängig davon, dass die Wirtschaft kontinuierlich darauf klopft, wir brauchen Leute aus dem Ausland. Mhm. Was wäre denn für die Schweiz das Worst Case? Wenn das, wir haben jetzt 10 Jahre zur Umsetzung dieser Initiative, da kann viel passieren. Was wäre für Sie der Worst Case? Zum Beispiel wäre das die Kappung von der Bilateral 1? Absolut. Also das ist, ich bin kein Jurist, aber offensichtlich, wenn man es formal juristisch betrachtet, verletzen wir eine Vertragsklausel. Und da das Ganze ein Package ist, wird das logischerweise auch als ganzes Package dann verworfen, wenn man noch eine einzelne Unterposition von dem, ich sage jetzt mal, unterläuft. Ja, und da haben wir natürlich schon ein Problem, dass vor da beim Flugkorridor oder generell bei der Freiheit im Luftraum, Marktzugang etc. Was nicht in Frage steht, ist natürlich das Freihandelsabkommen mit der EU. Aber das ist jetzt genau die Frage. Die Worst Case für mich ist eher die Reaktion von der EU. Mhm. Ganz konkret zeigen die uns jetzt mal richtig Zähne, so wie jetzt eben der Barroso beispielsweise ein bisschen angetönt, oder
siegt am Schluss nicht auch die Vernunft. Aber da ist doch die Entwicklung hinterher ganz klar. Die sehen, da ist ein widerspenstiges Land in Europa, das zwar nicht EU-Mitglied ist, aber wo genau die Strömungen in den einzelnen EU-Ländern abdecken könnte, bzw. symbolisieren. Wir haben sehr grosse rechtspopulistische Ströme, Anti-EU-Strömungen in diesen Ländern, oder? Ja. Und das bringt natürlich Feuer rein in die Länder. Das ist exakt. Da ist jetzt, ich sage jetzt mal, einerseits Gefahr, aber auch gewisse Hoffnungspunkte für die Schweiz verbunden. Oder? Was passiert, wenn jetzt die EU diesen Volksentscheid von der Schweiz faktisch abstraft, radikal, mit extremen Massnahmen, mit Strafzöllen und was auch immer, mit nicht-tarifären neuen Handelshemmnissen und. Das sind ja so ein bisschen die schlimmsten Befürchtungen. Das, glaube ich, werden sie nicht machen, exakt aus dem Grund, wie sie sich natürlich mit Fragen stellen müssen, dass es doch auch in Europa gewisses Unbehagen gibt mittlerweile, eben mit einer relativ hohen Migrationsströme, die ja vor allem auch osteuropäisch induziert sind. Und das führt eben zu einem gewissen Unbehagen. Und da, glaube ich, werden sie sich sehr gut überlegen, ob sie mit einem Land, das sich gegen das wehrt, weil Österreich hat eine gewisse Parallele zum Beispiel zu der Schweiz, ob sie mit einem Land dermaßen hart umspringen, dass der Rest von der Eurozone letztendlich sagt, nein, das kann es jetzt wirklich auch nicht sein. Ich glaube, nach einem ersten Säbelrasseln wird es deutlich ruhiger werden und dann kommt das, was jetzt nötig ist, nicht mehr Politik und auch nicht mehr Kommunikation und auch nicht mehr Publikation, sondern Diplomatie. Schauen wir jetzt mal auf die nächsten 3 Jahre zurück. Also schauen wir die nächsten 3 Jahre von der Schweiz, wo wir Zeit haben, um die Initiativen umzusetzen. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen. Viele Leute sagen ja, der erste Sektor, der das merkt, ist der Immobilienmarkt. Hat jetzt wahnsinnig profitiert in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren von der Zuwanderung. Wohnungsmieten sind massiv gestiegen, vor allem in so Zentren wie Zürich. Kommt jetzt das unter die Räder? Ich meine, es hat extrem viele Arbeitsplätze kreiert, der Immobilienboom, den wir hatten. Gut, also er hat in der Bauwirtschaft zur Vollbeschäftigung geführt, er hat in der Bauwirtschaft die Kapazitäten vollständig ausgelastet, aber er hat die Bauwirtschaftszone jetzt nicht in eine neue, Bauwirtschaft nicht in eine neue Profitzone katapultiert, das muss man vorweg mal festhalten. Die Migrationswirkung auf den Wohnungsmarkt allgemein wird aus meiner Sicht schon ein bisschen überschätzt. Wie man argumentiert mit groben Zahlenraster und kommt dann zum Schluss, ich gebe jetzt einfach ein Beispiel, ganz einfache Faustformel, wir produzieren grob 50'000 Wohnungen im Jahr in der Schweiz. Und jetzt hören die Leute, wir sind, das ist November letzten Jahres, sind mit einem Saldo unterwegs von rund 85'000. Dann sind vielleicht Menge nur so schlau und wissen, dass nicht jeder eine eigene Wohnung hat, oder? Und dann dividieren sie das durch die sogenannte Belegungsdichte und sagen, gut, wir brauchen allein für die neuen Ausländer rund 45'000 Wohnungen. Das heisst, für die Schweizer bleiben noch 5'000. Wer so argumentiert, hat natürlich relativ schnell mal Befürworter auch von dieser Initiative auf seiner Seite. Ist aber nicht ganz so einfach. Es findet eine Verdrängung statt, keine Frage, oder? Aber letzten Endes ist das ein Volumen, das jetzt langsam aber sicher nachzieht. Wir sind in einem Schweinezyklus drin, das muss man wissen. Die Bauwirtschaft kann nicht von heute auf morgen Kapazitäten ausfahren. Machen sie auch nicht mehr, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit denen. Ende 80er zum Beispiel. Und von daher haben wir das eigentliche Problem ist weniger der aktuelle Nachfrageüberhang, sondern das Angebot nicht entschieden reagiert hat auf das. Wenn dem so wäre, behaupte ich jetzt mal, hätte man die Thematik vom Wohnungsmarkt gar nicht so stark im politischen Fokus gehabt, als das jetzt letztendlich reingerückt ist. Aber so ein Druck auf Mieten ist ja durchaus vorstellbar. Ich meine, ich kenne ein Beispiel, zum Beispiel von einer Beratungsfirma, international tätigen Beratungsfirma. Die hat die offeriert, Ausländer, die in der Schweiz arbeiten, hochqualifizierte, die sagen, wir geben ihnen 4'000 Franken für die Wohnungsmiete pro Monat. Aber der Arbeitnehmer muss dann etwas finden, das mindestens 4'000 Franken hat. Weil wenn er etwas für 2'500 findet, geben sie ihm die Differenz nicht. Also er muss etwas für mindestens 4'000 Stutz finden. Das tritt doch wahnsinnig, oder hat die Mieter auch in der Höhe? Das ist eigentlich auch ein paradoxer Anreiz von dieser Firma, wenn ich das erlauben darf. Offensichtlich ist die Kostenkultur nicht so ausgeprägt. Aber wir reden ja auch, ich sage jetzt mal, von Ausbaugewerbe, wir reden von Gipsermaler und wir reden nicht nur mehr von Top-Versicherungsagenten oder Geschäftsleitungsmitglieder von globalen wirkenden Konzernen, die da meinetwegen mag zutreffen. Also die Masse, in Anführungszeichen, von diesen Zuwanderern lebt in eher moderaten Verhältnissen, würde ich jetzt mal meinen, die nicht unbedingt jetzt über das, was der Schnitt von der Schweizer eigentlich hat, rausgehen. Und, was man auch muss sagen, das ist ja so, sie gehen zunächst
zuallererst gehen sie in die Zentren. Und darum haben wir dort eigentlich die akute Geschichte. Aber auch da, viele Leute wissen nicht mehr, was wir Ende 80er Jahre hatten, im Regime von der Kontingentierung. Ich nenne zwei Zahlen, Arbeitslosenrate 0,4%. Und der Leerwohnungsbestand in der Stadt Zürich war im Promille und nicht mehr im Prozentbereich. Ich glaube, es sind 40 Wohnungen leer gestanden, wenn ich mich recht erinnere, irgendwann Ende 80er Jahre. Und es hat sogenannte Wohnungsnotdemonstrationen gehabt. Das haben wir jetzt noch nicht erlebt. Ich wollte noch kurz auf eine andere Auswirkung der Initiative sprechen. Das ist der Schweizer Franken. Der hat ja kaum reagiert jetzt diese Woche nach dieser Abstimmung. Obwohl viele Leute haben gesagt, der Franken würde sich vielleicht einmal abschwächen. Aufgrund von der, finde ich, von einer Abschwächung von der Schweizer Wirtschaft, sehen Sie das auch so, dass das eintreffen könnte? Dass der Schweizer Franken aufgrund von einer Abschwächung von der Schweizer Wirtschaft könnte schwächer werden in einem Euro? Gut, also ich bin jetzt ehrlich, ich habe schon ein bisschen gestaunt, weniger auf der Währungsseite, aber bei der Börse habe ich schon ein bisschen gestaunt, dass eigentlich faktisch gar keine oder tendenziell sogar eher eine leicht positive Reaktion erfolgt ist. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist wiederum USA und Frau Yellen hat noch geredet und das hängt alles ein bisschen zusammen. Aber in der Börse ist eigentlich wieder dem, was eigentlich sonst passiert an der Börse, eigentlich wo faktisch jede News, ob bad oder gut, oder ich sage jetzt auch mal, ob Gossip, sprich ein Gerücht oder wie auch immer, insbesondere rasch eingepreist wird. Also sie hat eine negative Reaktion erwartet? Eher noch schon, ja, weil sich natürlich die Wirtschaft mit dem schwer tut. Wir hören ja, der grobe Tenor aus der Wirtschaft ist eher noch, es wird schwieriger, qualifiziertes Personal zu beschaffen. Es kostet uns Wachstumspromille oder vielleicht sogar Prozente. Wir werden einen Beschäftigungsrückgang erleben. Alles Sachen, die den Standort Schweiz ein bisschen in Frage stellen, inklusive Direktinvestitionen etc. Also das Szenario ist eher negativ aus der Seite der Wirtschaft. Und das hat die Börse zumindest nicht übernommen. Kann ja noch kommen. Das kann durchaus noch kommen, aber es wird dann kommen, wenn wir erste konkrete Geschichten sehen. Und jetzt sind wir 4-5 Tage nach dem Abstimmungssonntag unterwegs. Jetzt beruhigt sich das erste, ich sage jetzt mal, die Schnellquotes, die man dann immer abholt. Jetzt kehrt allmählich ein bisschen Vernunft ein. Das ist schon mal vernünftig. Insofern am besten sollten die Leute noch weniger reden. Ich sollte eigentlich auch nichts sagen heute da. Aber ich kann nur sagen, jetzt gilt es darum, warten, und ich wiederhole es nochmal, jetzt ist die Diplomatie gefragt. Und ich glaube, wir werden einen Weg finden, weil es ist nicht ganz so, da bin ich sogar einig mit dem eher rechten Spektrum in der Schweizer Politik, dass die Schweiz jetzt gar nichts in die Waagschale legen kann. Also wir haben schon auch gewisse Assets, sage ich jetzt mal, die für Europa auch eine Bedeutung haben. Jetzt machen wir mal die grenzlose Klammer zu und den Block. Jetzt würde ich vielleicht doch noch mal kurz, Sie haben gesagt, Börsen. Allgemein Börsen, Verfassung in der momentanen Lage. Wir haben ein kleines Hin und Her. Ja. Wir wissen nicht recht, wo hin. Man hat das gesehen, gerade am Donnerstag bei den drei Grosskonzernen, ABB, Zürich und Nestlé, haben wir eigentlich relativ gute Resultate gebracht, aber das Wachstumsprogramm ist ein bisschen zurückgenommen und prompt reagieren die Investoren. Oder? Ist das typisch für das Umfeld, das wir jetzt haben? Also das ist wirklich losgelöst jetzt vom Abstimmungssonntag, eindeutig. Ich glaube, wir sind jetzt seit Längerem, wir beobachten das eigentlich seit dem Herbst letzten Jahres, ich rede jetzt nur vom SMA, mal Schweizer, wir haben eine relativ enge Handelsspanne. Die 8'000 hebt, ich sage jetzt mal immerhin, da haben wir auch länger gebraucht, dass man vermeintlich mal nachhaltig könnte nehmen. Werden Sie ja heben? Jetzt ist eben genau der Punkt. Ich persönlich habe jetzt, da, wo es im Januar anfangen korrigieren, muss ich sagen, habe ich eigentlich erwartet, dass wir unter 8'000 tauchen. Ich sage jetzt nicht, ich hätte das gehofft, aber eigentlich, sind wir mal ehrlich, wartet die ganze Community im Finanzmarkt eigentlich auf eine Korrektur. Dass wir dann wieder so schön unter reinkaufen, genau, oder? Weil jeder weiß, die heute aktuelle Bewertung, da ist schon verdammt viel eingepreist, oder? Also da ist eingepreist ein Konjunkturaufschwung in den USA, der jetzt nicht anfängt zu lahmen. Eine Eurozone, die definitiv ein 1%iges Wachstum oder ein bisschen mehr erzielt im laufenden Jahr und damit Rezession verlässt. Die sogenannten Emerging Markets, die, und das ist das Spannende an der Geschichte und darum ist die durchaus noch zu hinterfragen, plötzlich jetzt die sind, die vom neuen Wachstum in den Industrieländern sollten profitieren. Das ist also gerade eine Kehrtwende zu dem, was wir die letzten Jahre eigentlich erlebt haben. Die Wachstumslokomotive USA, dann die Industrieländer und dann kommen die Emerging Countries, die von dem profitieren. Das sind Fragezeichen, das hinterfragt der Markt jetzt ganz, ganz kritisch. Und darum werden die Ergebnisse weniger auf das hinterfragt, was passiert ist, sondern wie lautet die Prognose vom Management. Und wenn die ein bisschen verhalten sind im Moment, dann sagt sich natürlich jeder, oh,
wir haben eine relativ teure Aktie für das, was die jetzt noch erwartet. Und das hat jetzt zu einem gewissen Verkaufsdruck geführt im Januar. Haben Sie bei der Raiffeisen so ein Kursziel vom Swiss Market Index 2014? Also ich hasse das, ich bin ganz ehrlich, aber ich meine, ich kann ein Kursziel rausgeben, natürlich. Das wollen die Leute wissen. Die Leute wollen immer wissen, was ist am 31.12.2014. Von mir aus können wir am 24.12. Nein, das ist, ich sage Ihnen gerne, ich habe am 31.12.2014, das ist mein Votum, 7.800 gesagt. Mhm. Das habe ich gesagt, ich weiß noch gut, das ist in einer anderen namhaften grossen Zeitung die Umfrage Ende Dezember. Jetzt muss man natürlich wissen, wo sind wir im Dezember gesteckt. Oder? Also, da haben wir knapp die 8'000 gestreift. Oder? Das war sogar durchaus denkbar gewesen. Wenn man mich im Januar gefragt hat, hätte ich, oder Anfang Januar, wo wir den fulminanten Börsenstart hergelegt haben, und das ist halt auch die Psychologie in der Börse, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so mutig gewesen mit diesen 7-8. Aber das Fazit ist eigentlich weniger, sind 7,8 oder 8,1. Das Fazit ist für mich, es gibt kein super Aktienjahr, aber es gibt auch nicht einen massiven Absturz. Wer aber keine Nerven hat, dem würde ich jetzt tendenziell nicht unbedingt einen Einstieg empfehlen, weil sehr wahrscheinlich das Ganze wird schon noch rüttliger, als wir es jetzt erlebt haben. Und das ist eigentlich nichts anderes, als hinter uns liegt. 100% hätte man können verdienen seit März 2009, aber was hat das Nerven gekostet, oder? Herr Neff, merci für den Besuch hier im Studio und danke für die Ausführungen. Danke Ihnen. Das war es vom Cash Börsentag vom Freitag, 14. Februar. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche ein schönes Wochenende. Adi miteinander.